Hi! In diesem Video geht es um Schulkritik und zwar um das Thema Erzogen, um zu dienen. Dies ist das erste Video aus einer neuen Videoreihe, nämlich der Videoreihe Schulkritik. In dieser Reihe setze ich mich damit auseinander, dass die Schule manchmal sehr fragwürdig ist und uns nicht das zu lernen scheint, was wir wirklich brauchen. Und manchmal auch eine gewisse Intention dahinter steht, die ich nicht persönlich verstehe. Das heißt, ich setze mich kritisch mit den Bildungsinhalten und dem Bildungskonzept des Schulwesens auseinander. Dabei möchte ich das Ganze nicht einfach nur madig reden und irgendwie zermürben, sondern ich möchte Vor- und Nachteile von dem abwägen, was da letztendlich geschieht. In diesem Video geht es, wie gesagt, darum, dass wir erzogen werden, um zu dienen. Zumindest habe ich diesen Eindruck, dass es so ist. Was meine ich damit? Wir kommen mit dem Alter von 6 Jahren in die Schule in der Regel. Dort bleiben wir heutzutage standardgemäß, bis wir ungefähr 18, 19 sind, weil die meisten doch schon das Abitur machen. Andere nur, bis sie 16 sind, weil sie nur einen Real- oder Hauptschulabschluss machen, aber dann gehen sie trotzdem meistens wieder zur Schule, machen ein Fachabi oder sonst irgendwas. Das bedeutet, in der Regel bleiben wir doch schon ziemlich lange in der Schule, werden also von der Schule geprägt. Wir werden von der Schule also erzogen. Aber wir werden nicht offen erzogen, sodass uns die Welt offen steht. Also, ich persönlich hätte mir Folgendes gewünscht. Wenn das hier die Welt, wenn das hier ich bin und ich wäre umgeben von der Welt, dann hätte ich mir gewünscht, dass der Lehrer, der hier steht, mir aufgezeigt hätte, guck mal, es gibt dort eine Welt, dort, 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 dort und dort. Das heißt, dass er mir gesagt hätte, was es so alles gibt. Er hätte meinen Horizont erweitern sollen. Das hätte ich mir gewünscht. In Wirklichkeit sieht es allerdings häufig so aus, dass einige dieser Pfeile fehlen. Er zeigt nämlich gerade nicht, was es alles gibt, sondern nur einige spezielle Sachen. Ich habe jetzt extra nur die Pfeile nach unten dagelassen, weil es mir so vorkommt, als ob wir erzogen werden, um zu dienen. Das bedeutet, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Und erstmal, natürlich soll man angestellt werden. Wird wahrscheinlich das Erste sein, was man sich denkt. Aber nein! Es gibt ja auch welche, die nicht angestellt sind, sondern die anstellen. Es gibt ja immer die, die geben und die, die nehmen. Es gibt die Arbeitnehmer und es gibt die Arbeitgeber. Und die Arbeitgeber sollten doch, der Logik halber, aus dem Schulsystem ebenso hervorgehen. Es gibt ja nicht irgendwo eine Brutzentrale für Arbeitgeber. Die werden ja nicht geboren und sind so, wie sie sind. Die heißen ja nicht Wolfgang und sind auf einmal Besitzer einer großen Firma. Die sollen ja herangezüchtet werden, genauso wie wir. Und im Rahmen der Chancengleichheit sollte es ja eigentlich so sein, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, sich am Ende freiwillig zu entscheiden, ob er Arbeitgeber werden will oder Arbeitnehmer. Das heißt, ob er nach seiner Schullaufbahn, nach seiner Ausbildung den Schritt wagen möchte, hey, ich will mich selbstständig machen. Und man muss nicht einen Meistertitel haben, um sich selbstständig zu machen. Man muss nicht ein gewisses Studium unbedingt abgelegt haben. Man kann sich auch schon nach der Schule selbstständig machen. Das ist möglich, das wissen aber die wenigsten. Es ist auch nicht mit allem möglich. Man kann sich nicht als Arzt sofort selbstständig machen, das ist abstrus. Aber man kann zum Beispiel Privatseminare geben. Man kann auch ein Nachhilfeinstitut gründen. Man kann viele Sachen machen. Das wissen aber die wenigsten. Ja, und dass das einem nicht gezeigt wird, das hat in mir so ein bisschen den Glauben geweckt, wir werden erzogen, um zu dienen. Und wenn wir uns so zurückblicken in die Schulzeit, ist das auch so. Wir schreiben Bewerbungen, wir bereiten uns auf Vorstellungsgespräche vor. Dort müssen wir dann spielen, wie wir uns in einem Vorstellungsgespräch geben, als jemand, der Arbeitnehmer werden möchte. Wir schreiben Bewerbungen aus der Sicht eines potenziellen Arbeitnehmers. Uns wird auch gelehrt, wir sollen nicht so viel in sozialen Medien veröffentlichen über uns. Das würde unsere Jobaussichten schmälern. Denn was soll denn der Arbeitgeber später denken? Das heißt, der Arbeitgeber ist ein anderer. Aber nicht wir.
So werden wir im Glauben erzogen. Das ist im Endeffekt auch häufig richtig, aber häufig auch nicht. Es gibt auch ganz viele Selbstständige, die keine vielen Angestellten haben. Zum Beispiel Personal Trainer, Personal Coach oder Leute, die im Vertrieb arbeiten, die selbstständig irgendwelche Sachen verkaufen. Ja, die haben nicht immer unbedingt Angestellte, die sind aber selbstständig. Aber sich selbstständig machen scheint ja ein großes Problem. Denn man muss erstmal unterscheiden, ist man Freiberufler oder ist man Gewerbetätiger. Schon da tun sich viele Komplikationen auf. Denn man ist nicht Freiberufler, wenn man irgendwo frei angestellt ist, sondern der Freiberufler ist ganz anders definiert. Das ist eine künstlerische, erzieherische, lehrende Tätigkeit, bla 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 bla. Viele Berater sind zum Beispiel nicht freiberuflich, auch wenn sie frei arbeiten. Die müssen ein Gewerbe anmelden, aber das sei dahingestellt. Das ist erstmal ein großer Schritt. Auch eine Steuererklärung auszufüllen, das ist schon für viele Arbeitnehmer kompliziert. Aber wenn man Arbeitgeber werden möchte oder überhaupt selbstständig, dann muss man nicht nur das können, man muss auch noch eine Umsatzsteuererklärung ausfüllen können, man muss auch noch bilanzieren können, man muss auch noch eine Gewerbesteuer machen können, bla 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 bla. Man muss 1000 Gesetzesvorschriften beachten. Wo sind diese Gesetzesvorschriften? Wo lerne ich, was ein Kleinunternehmer ist laut Umsatzsteuergesetz? Nicht in der Schule, nicht auf dem Gymnasium. Aber der Logik halber sollte das doch gerade auf dem Gymnasium so sein. Denn ist es nicht ursprünglich mal so gedacht gewesen, dass man mit einem Haupt- und Realschulabschluss eine Ausbildung macht und mit einem Abitur studieren geht oder sich selbstständig macht, auf jeden Fall eine höhere Berufung nachgeht? Heutzutage ist das nicht mehr so. Es gibt auch viele Ausbildungsberufe, die sind besser als Studienberufe. Das habe ich schon ein paar Videos zu gemacht. Aber erstmal muss man sagen, ursprünglich war das ja so gedacht. Und da wundert es mich umso mehr, dass man nicht so ein typisches Fach Bilanzieren in der gymnasialen Oberstufe hat. Was sich auch aus Tradition dort gehalten hat. Denn letztendlich ist das doch das, worum es geht. Zahlen und Geld. Wir gehen doch auch in die Schule, nicht damit wir später die Größe der Sonne berechnen können, damit wir später Geld verdienen können. Als Physiker kann man Geld verdienen, natürlich. Aber man muss doch auch irgendwie dann zumindest versuchen, das Geld zu halten, mit dem Geld umzugehen. Auch das wird nicht gelehrt. Es wird einem nicht beigebracht, wie man mit dem Geld sinnvoll umgeht. Und da sehe ich sehr viele Probleme auch. Ich kenne sehr viele Leute, die haben Geld und können damit nicht umgehen. Bei denen ist Anfang des Monats, Ende des Monats nichts mehr übrig. Das heißt, die kriegen am Anfang ein Gehalt. Und am Ende ist nichts mehr übrig. Selbst wenn die ein höheres Gehalt kriegen würden, wäre am Ende nichts mehr übrig. Die können einfach damit nicht umgehen. Wenn die 30 Euro Lohnerhöhung kriegen würden, dann essen die halt 10 Döner mehr. So ist das bei denen. Also da muss man sich mal klar machen. Wir werden erzogen, um zu dienen. Es wird immer aus der Sicht gelehrt, ihr seid potenzielle Arbeitnehmer und die Arbeitgeber sind die anderen. Was ist die Folgerung daraus? Dass, wenn man das nicht in der Schule lernt, lernt man das nur privat. Das heißt, er muss das selbst beibringen. Aber die, die schon in einer reichen Familie geboren sind, die können das von ihren Eltern lernen. Die, die nicht in einer reichen Familie geboren wurden, die können das nicht von ihren Eltern lernen. Die Folgerung daraus ist, das ist keine Chancengleichheit. Denn die, die in einer reichen Familie geboren wurden, die schon Arbeitgeberfamilie ist, die können einfach das Unternehmen übernehmen, führen, die wissen genau, wie man das alles macht, die kriegen das beigebracht. Tja, das ist keine Chancengleichheit in meinen Augen, weil der Blick nach oben nicht geschärft wird, weil letztendlich werden wir wohl alle erzogen, damit wir schön Arbeitnehmer werden können, aber der Funke zu mehr, dass man auch selbstständig sein möchte, dass man auf eigenen Beinen stehen möchte, der ist häufig nicht da. Das wird auch nicht weiter gefördert, großartig. Natürlich, man könnte jetzt sagen, ja, man muss ja nicht unbedingt auf ein Gymnasium gehen, man kann ja auch auf einen Berufskolleg einen kaufmännischen Abschluss machen und so weiter und so weiter. Natürlich kann man das. Dort lernt man dann auch bilanzieren. Aber sollte das Abitur nicht der Abschluss der allgemeinen Hochschulreife sein? Das heißt allgemeinbildend? Und da gehört trotzdem bilanzieren zu. Da gehört auch eigentlich zu, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Oder wie man Dividenden berechnet. Oder was doch alles so. Also ist eigentlich so das Alltägliche. Wie man auch vielleicht BAföG beantragt. So Lebenskunde als Fach, das müsste es eigentlich sein. Denn Lebenskunde ist letztendlich genau das, was ich hier angesprochen habe. Den Horizont erweitern in alle Richtungen. Wenigstens Grundlagen legen.
Die Zwischenräume kann man dann selber noch füllen mit Muße und Interesse. Aber wenigstens die Grundlagen, dass man beispielsweise weiß, wenn du dich selbstständig machst, musst du zu diesen und diesen Ämtern hingehen. Da gibt es bestimmte Regeln, die du beachten musst. Du brauchst ein gewisses Startkapital, um eine GmbH zu gründen. Dass man so das Grundwissen hat, das wird ansatzweise in Politik gemacht, das ist aber auch nur ein Nebenfach und das kann man später abwählen. Also, mir fehlt es. Mir kommt es so vor, als ob unser Staat darauf aus ist, uns zu erziehen, um zu dienen. Das macht historisch erstmal Sinn. Denn erstmal war ja das Schaffen von Chancengleichheit, dass man überhaupt einen Job kriegt. Also historisch ist das sinnvoll, aber heutzutage sind wir schon einen Schritt weiter. Heutzutage sollte man frei entscheiden können, ob man einen Job annimmt oder einen Job erzeugt. Besonders immer, wo jetzt immer mehr Start-ups kommen, wo in Zeiten des Internets es immer einfacher ist, sich selbstständig zu machen. Erfahren wir alles nicht, in der Schule muss man sich selber mit Muße beibringen, ist ärgerlich. Dies war mein erstes Video zum Thema Schulkritik, erzogen um zu dienen. Ich hoffe hier ein bisschen die Sinne geschärft zu haben, dass meiner Meinung nach im Schulsystem was falsch läuft, aber das ist ja bekanntlich nichts Neues.